Hallihallo und willkommen, meine lieben Minecraft-Freunde, zu einem neuen Let's Show von und mit Dave. Ja, beim letzten Mal habe ich euch so einiges von meiner Welt gezeigt, habe euch gesagt, dass ich noch ein bisschen was machen möchte. Das ist auch passiert, nicht allzu viel, aber es ist schon etwas, um ein neues Let's Show zu machen und euch meine Ideen vorzustellen, was ich so gebaut habe bisher. Ja, und dann lass uns eigentlich gleich mal anfangen. Gut, dass es Nacht wird. Perfekt getimt. Beginnen wir auch gleich. Da habe ich mir einen Leuchtturm hingestellt, weil von der anderen Seite, wenn ich dort irgendwie immer Sand gefarmt habe, ja, konnte ich immer schlecht die andere Seite sehen. Deswegen habe ich mir so einen Leuchtturm gebaut, der auch leuchten kann. Das habe ich mit den neuen Pistons gemacht. Aber was haben wir denn da? Creeper-Besuch. Dann verschwinden wir mal schnell. Die haben mir beim letzten Mal hier schön den Eingang vom Turm weggesprengt. Ja, das ist eigentlich eine recht simple Glock, einfach nur daran über ein paar Pistons angeschlossen und das war es auch schon. Ja. So, ja, die fahren dann halt da hoch und da hoch und da hoch und da hoch. Das zeige ich euch noch von außen. Das Gute ist, man muss halt auch, ja, originalgetreu jedes Mal neu anschalten, wenn man das Minecraft geht, weil die Redstone-Schaltungen einfach stehen bleiben. So. Gut. Wandern wir mal hier rüber. Ich glaube, hier spawnt nichts. Ja, da hinten die Blöcke, das ist eine Baumfarm. Da habe ich mir ein paar Bäume mal hingestellt, um die einfacher. Ja, wie ihr seht, der Leuchtturm leuchtet auch wie ein Leuchtturm, so kreisherum. Ja, sieht man jetzt nicht ganz so gut, aber ja. Gut, das nächste, was ich euch zeigen kann. Ach so, ja, hier kommt noch. Das habe ich wirklich mal noch zumachen können vorher. Naja, was soll's. Da kommt noch was. Da gibt es ja ganz schön viele Creeper. So, als nächstes hatte ich euch ja den Eingang zu meinem Dungeon hier gezeigt. Das habe ich auch etwas verändert. Ja, normalerweise ist hier noch ein Stückchen braune Wolle drüber, wenn man das nicht so gut sieht. Und dann kommt hier auch noch ein Wasserfall runter, der hier drüber läuft. Ich habe hier auch überall ein paar Schilder versteckt. Ja, da oben ist eins. Genau. So soll es nur das Wasser bleiben, unter ihm verborgen. Ja, sprich, man muss erstmal das Wasser wegmachen, damit man an den Hebel rankommt, wie man das Wasser wegmacht. Da gibt es dann auch noch versteckte Hinweise, aber das möchte ich jetzt noch nicht alles zeigen. Machen wir später. Wir öffnen erst einmal unsere Tür. Und dann zeige ich euch mal, was es dahinter zu sehen gibt. Ja, so eine Art kleinen Tempel habe ich hier reingepflastert, reingebaut. Und da unten gibt es dann auch noch eine Überraschung. Fackeln sind noch drin. Gut, die kommen dann noch weg. Ja, die habe ich bei den Bauarbeiten noch vergessen. Ja, hier hinten ist eine Schaltung versteckt. Sozusagen. Das ist ein zehnfacher Schlüssel. Ich habe den jetzt bloß einzeln angeschlossen. Für das Let's Show. Das mal zu zeigen, dass man das sicher jetzt nicht ewig rumfummelt. Weil ich jetzt auch den Dings gar nicht mehr weiß, den Code dafür. Ja, und siehe da, kommen dann Pistons rausgefahren. Das dauert auch eine ganze Weile. Die gehen dann alle bis nach unten. Ja. Ich habe bestimmt so grob, ich hätte 14 Tage gebraucht für den Tunnel. Ja, erstens musste ich mir was überlegen, wie ich an die Sticky Pistons rankomme. Also habe ich ein bisschen im Internet rumgeforscht und habe da ein paar hilfreiche Informationen zu bekommen und habe mir dann eine Falle dazu gebaut, für Slimies, wie man da rankommt am besten. Ja, das zeige ich euch alles noch. Ja, hier habe ich noch ein paar
ja, so ein ausgehobenes Kreuz sozusagen. Das war ursprünglich da drin, wurde versetzt, wie von Zauberhand. Nun ja. So, hier hinten kommt auch noch ein kleines Licht. Die Idee fand ich ganz gut, statt überall Fackeln zu setzen, einfach so ein paar kleine versteckte, ja, als wenn da irgendwie jemand gewohnt hätte oder irgendwas war oder so. Wie hier oben auch. So, ja. Haben auch noch ein paar Schilder. Wer in Geduld sich übt, dem sei gewährt. Wer ohne Rast ist, der macht kehrt. Man hört es schon. Das bedeutet, ich habe hier einen Haufen Verzögerer reingemacht, beziehungsweise Repeater reingemacht. Und das dauert jetzt richtig lange, bis dann da das Tor aufgeht und man in den Nether kommt. Das fand ich eigentlich ganz gut, als dass ich mir jetzt da in meinem Lager diese Nether-Sache da, dieses Tor da stehen hatte. Das war nicht so schön. Das war nicht ganz so. Also da habe ich es besser mir hier unten eingerichtet. Ja, ich wusste sowieso nicht genau, was ich da noch reinmachen könnte, da in diese Gruft. Deswegen habe ich es einfach so, ja, ein bisschen adventure-mäßig so, ja, gemacht. Gut, gehen wir wieder raus, gehen wir zum nächsten. Ich hoffe, es ist schon etwas heller geworden, aber ich glaube es fast nicht. So, ja, wie gesagt, die Fackeln muss ich dann noch abmachen. Ja, was mir aufgefallen ist, auch die Köpfe hier, die Melonenköpfe sind es ja jetzt, normale Kürbisköpfe, die leuchten eigentlich sehr stark, die leuchten sogar fast schon stärker als diese, dann nicht welche, ja genau, als diese Glowstones, genau. Da habe ich mir auch eine ganze Menge zusammen farmen müssen, wofür, das seht ihr dann noch. Ja, so. Gut, hell ist es noch nicht. Macht aber auch nichts. So. Gut. Ja. Das war eigentlich auch nicht weiter schwierig an der Überlegung, wie man die Treppen baut. Das ging eigentlich relativ einfach. Aber das Problem war, ja, die ganze Sache nach oben zu bauen, und ich wollte auch nicht unbedingt irgendein Hack benutzen, sondern das Spiel halt wirklich in vollen Zügen genießen, und deswegen habe ich es auch nicht so gemacht, sondern habe mir da richtig ein Gerüst hingestellt mit, ja, mit Erde und so weiter. Das habe ich dann später auch noch teilweise mit weggerissen. Teilweise steht es noch da. Ja, da ist auch noch einer. Oh, da war eine Pfeile raus. Macht aber auch nichts. So. Gut, ja, dann habe ich mir eine Windmühle hingestellt, passend zu der Geschichte mit dem, ach, herrje, mit der Farm, mit der Getreidefarm. Ja, man kann ja auch schön nach oben laufen. Ja, hier ist dann zu ringsum, und hier kommt man auf den Steg nach vorne. Ja, was ich eigentlich ganz nett, ich fand, alle Windmühlen, die sind alle so nach vorne, so zack, Eingang unten drunter, und die Bedingung ist nach draußen. Und ich habe mir einfach mal gedacht, ich baue das Teil einfach mal an die Seite dran, das ist ja auch mal was Neckisches. Na, hat ja auch nicht jeder. Ja, im Garten hat er noch eine kleine. Er hat erstmal noch eine Wohnung. Bin ich noch am Tisch. Hier drin schläft er. Mit seiner Frau oder mit seinem Gatten, wie auch immer. Er hat auch noch eine kleine Koksplantage, beziehungsweise Zuckerrohrplantage. Hinten dran, um sich ein bisschen Bier zu brauen. Zuckerrohr oder Schnaps oder was auch immer. So. Ja, dann gehen wir auch gleich weiter. Das kennt er ja schon. Ja, das habe ich noch zu Ende gebaut, das Dach. Da ist auch ein kleines, also bin ich noch nicht ganz so fertig geworden, da muss ich mir noch was überlegen. Mal gucken, ob wir da noch, habe ich noch eine kleine Grillecke oben drauf gebaut, ja. Hier pennen die ganzen Leute drin.
Ja, gucken wir mal hoch. Hier ist das Dach. Hier kann man schön alles überblicken, den ganzen Hafen. Ja, da habe ich noch ein Hafenbecken. Genau, da fällt mir gerade ein, da könnte ich richtig eine Anlegestelle reinmachen. Das sage ich euch gleich noch. So. Ja, hier haben wir noch eine kleine Sitz.